So, bei mir ist jetzt Pia Meerbach. Du hast gerade das Viertelfinale gegen Jessie Bechtel gewonnen. Kannst du was zum Spiel sagen? Es war ein ziemlich gutes Spiel. Am Anfang war Jessie sich sicher und ich konnte es aber ein bisschen rausnehmen. Hab versucht, über Geschwindigkeit zu gehen und ihr Fehler aufzuzwingen und das hat leider gut funktioniert. Schade für Jessie. Wir haben vor dem Spiel haben wir uns beide gefreut, dass auf jeden Fall eine Deutsche im Halbfinale stehen wird. Deshalb denke ich, sind wir beide zufrieden. Ja, Halbfinale ist der nächste Schritt. Samantha Di Paolo ist deine nächste Gegnerin. Du kennst sie ja. Wovor muss man sich Sorgen machen? Worauf kann man sich freuen? Also ich habe noch nie gegen sie gespielt, habe auch noch kein wirkliches Spiel gesehen, weiß halt nur, dass sie krass ist. Und umso männlicher die Frauen spielen, desto lieber habe ich es. Weil es dann ein bisschen einfacher ist, sich einzustellen. Und ich mache einfach weiter wie bisher. Kämpfen, wollen, tun, machen. Ja, du hast im Vorfeld ja schon im Interview geschrieben, dass du, dass die Einzeldisziplin eigentlich so deine Herzdisziplin ist. Magst du nochmal sagen, warum du das Einzel so toll findest? Es ist, also man muss halt dauerpräsent sein zu jeder Sekunde, man darf nicht schlafen. Der Ball ist auch immer entweder beim Gegner oder bei einem selbst. Das heißt, im Doppel ist es manchmal so, dass man runterfährt, wenn der Partner so lange braucht oder generell ist das Spiel langsamer und ich brauche halt immer Action, Spielfluss und es macht auch am meisten Spaß, weil ich mir selbst mehr Fehler verzeihe, wenn ich sie selber ausbaden muss. Okay, und du, also das sind ja scheinbar deine großen Stärken, aber das ist ja nicht alles, was dich im Kickern voranbringt. Du hast ja noch jemanden mitgebracht, vielleicht möchtest du den mal vorstellen. Ich habe ein Maskottchen mitgebracht. Das habe ich von der Arbeit mitgebracht, also mitgegeben bekommen, so viel Glück bringen. Es hat gestern nicht so viel Glück gebracht. Im Masters bin ich mit 4 Siegen und 4 Niederlagen bin ich dann vorher ausgeschieden. Und deshalb bin ich heute umso glücklicher, dass es was gebracht hat. Okay, also das ist ein ganz neues Maskottchen. Das müssen wir der Kickergemeinde jetzt nochmal zeigen. Wir brauchen nämlich noch einen Namen dafür, hat die Pia mir verraten. Also wer gute Ideen hat, der schreibe sie doch bitte. Wir gucken dann mal, ob es einer wird und dann gucken wir mal, ob das Maskottchen seinen Job erfüllt. Dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg weiterhin, natürlich nicht nur für heute, sondern auch für morgen und vor allen Dingen noch viel Spaß. Dankeschön. Tschüss.